Versuche, wie gesagt, wirklich erstmal nur meine Waffe zu holen, weil ich glaube, das ist das Wichtigste im Moment. Ja, ich kriege so Waffe und Rucksack hin. Ja, irgendwie so. Ich habe gerade schon den Nubi gesehen, wieder. Der macht's ja nur noch. Alter, verdammt, na jetzt aber. Die Schüsse langsam. Echt? Ich habe noch gar nichts gehört. Ja, sogar stimmt. Oh. Ich höre Schüsse. Wo ist ihn? Jetzt erstmal wichtig, dass du seine Sachen kriegst und dann ja, versuchst hinzukommen. Alles andere ist erstmal nebensächlich und kümmern wir uns gleich drum ändern. Ich komm rein gleich zu dir. Mit Waffe und Rucksack? Allem. Beeil dich. Ich bin dran in. Ich seh dich. Ja. 1, 2, 3 bin drin. Okay, die Leute wissen ja jetzt, dass wir hier sind, ne? Oder zumindest du. Brown Hoodie am Arsch, alles was drin ist auch am Arsch. First Aid Kit, alles was drin ist am Arsch. Du machst was da unten, wieso machst du das nicht eine Etage höher, ist sicherer. Ich habe meine Waffe in der Hand. Aber mein kompletter Rucksack, alles ganz. Ja, ist doch gut. Hast du was zu essen? Ja, ne? Ja. Nee. Nee, hab gar nichts. Ey, komm eine Etage höher. Hier was. Oh, die Türen zu, Mann. Die können doch die ganzen Fenster schießen. Jo, danke. Du wechselst die ganze Zeit Waffe übrigens. Komischerweise ist meine Hose leer. Ich weiß nicht, ob es davor auch schon war. Pass mal auf meine Dings auf. Mal gucken, wo meine AK jetzt hin. Dann liegt vor mir. Du isst auch was? Oh. Rico spielt Insurgency. Hm. Wer ist noch an? Oh, Timo ist online. Ja, ich bin am überlegen, ob ich mir Dings hole. Ob ich mir. Es gibt ja ein Spiel dafür. Also die Mod noch. Also das Ursprungsdingen. Ich sehe einen Spieler den Berg runterrennen. Komplett null Ausrüstung. Das ist nur ein Lockvogel dann. Der von da oben kommt. Der kann das nicht überleben, ohne dass da jemand das will. Irgendjemand möchte, dass er das überlebt. Ich beobachte ihn jetzt halt einmal, wo der hinrennt. Zombie rennt hinterher. Im Eckhaus hat sich was bewegt. Mit hundertprozentiger Sicherheit. Wo ist der Noob hin? Hast du noch mal gesehen? Ich sehe einen. Der läuft gerade Warnschienen, der müsste jetzt hier Krankenhaus da irgendwo auf der Straße auftauchen. Oder ist hinter dem Eckhaus her?
Ja, wir haben gesehen, haben gesehen. Da, ich sehe sie. Ich habe ihn Wo? gesehen, der war auf der Hauptstraße einer. Ja, und oben in dem blauen Haus sind sie drinnen. Ja. Ich habe da gerade einen rausglitschen sehen. Ich auch. Okay, alles klar. Wissen wir ja, was wir machen müssen. Aber wie können die dich von da aus treffen? Das ist unlogisch. Ist es auch. Da müssten noch irgendwo welche sein. Ah. Aber nur wo? Ist halt die Frage. Die haben mich auf den Typen geschossen. Hinter dem Eckhaus an diesem Schornstein ist gerade jemand gelaufen. Und davor, vor der. Okay, siehst du? Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Da kommt einer her, Richtung uns. Ne, der geht jetzt hoch. Der geht jetzt ins Eckhaus rein. Da. Okay. Da hinten, Und, ich. oh. Ich hab ihn gesehen da hinten. Ich höre Stimmen. Warte, ich schau runter. Hör sie nach deutschen Stimmen. Ist nix. Die sind ziemlich nah hier. Du Haupttür, ich Seitentür. Mhm. Bleib einfach so stehen, ist am besten. Oh, ich lege mich da unten in den Eingang. Schüsse? Das ist scheiße hier. Sind jetzt am Arsch, wir müssen hier ausharren. Entweder sterben wir draußen oder wir sterben dabei, hier drinnen uns zu verteidigen. Was sagt doch, dass du hochkommst? Entschuldigung, hast du geschossen oder was? Nein, aber ich hätte beinahe. Was willst du denn jetzt hier oben? Schauen. Was denn? Ja, was ist jetzt, wenn jetzt einer hier. Warte mal, da redet jemand die ganze Zeit. Hast du es gehört? Was denn, hat er gesagt? Soll ich einfach mal zurückreden? Ja, wie, was denn? Nein. Nein, du möchtest. Ich bin auf dem Schiedsrichter, und ich hätte gleich geschossen, aber ich bin nach hinten auf die Option des Schiedsrichters gelaufen. Der ist hinter der Polizei irgendwo. Warte, ich komme raus. Ach, du bist ja noch. Ich bin da ein Stockwerk runtergefallen. Bist du denn? Ganz oben noch. Ja. Ich bin wieder hochgelaufen. Ich bin nämlich runtergefallen irgendwie. Ich wollte mich hinlegen und die Tür außen zumachen, weil da können sie mich vom Bahnhof aus treffen. Vom Hafen aus. Aber jetzt bin ich wieder oben. Mich würde es halt interessieren, was der jetzt gemacht hat, der in dem Eckhaus ist. Mal, an den Fenstern sehe ich jetzt ja niemanden mehr. Aber hast du das da so im Blick? Schüsse? Ja. Ich mach das, ich hab das hier unten im Blick. Ja, ich schaue immer wegen hinten noch raus. So Bergrichtung und sowas. Ich finde es mega spannend einfach nur. M4. Könnte auch eine AK-101 sein. Ah, nein. Die AK-101 hat einen ganz anderen Ton, finde ich. Das ist viel zu hell. Kann das das Fresshaus sein?
Das Problem ist, ich höre ja nur mit einem Kopfhörer. Deswegen kann ich das alles nicht so richtig beurteilen immer. Ich habe beide auf und kann es trotzdem nicht genauer sagen. Das ist das Problem, wenn der, obwohl das Ding über optisches Kabel alles angeschlossen ist, irgendwie. Also Daisy nicht hingebacken kriegt, tonmäßig 5.1 mal hin zum Jagen. Ich habe jetzt beide auf, ich werde es wahrscheinlich übelst schreien, weil ich meine eigene Stimme nicht mehr höre. Nee, nee, ist noch in Ordnung. Okay. Ich werde den Tag feiern, wenn das Spiel 1 Ausgabe hat. Oh ja. Die Schüsse haben sich jetzt gerade so angehört, als wäre es wirklich Eckkneipe. Sehr geil. Auch wenn er auf 7.1 geht. Alter, dann bin ich mit meinem Headset genau richtig hier. Kann ich einmal rundum hören. Nicht nur du, Mann. Okay, Eckkneipe ist jemand da zwischen der Eckkneipe und dem blauen Haus und hat gerade rausgespitzelt. Was? Okay, und der schießt da auch raus. Ja, aber auch was? Ich weiß es nicht. Ich habe bloß gerade den Schuss gehört und danach diese Rauchwolke. Oh, oben aus dem Haus ist jemand rausgefallen. Aus dem blauen. Gefallen oder geglitscht? Rausgeglitscht und auf die Straße gekommen. Oben in dem Eckhaus bewegt sich jemand. Oh, das ist ja richtiges Bewegt Heil sich halt von bei dir. Fenster zu Fenster. Der läuft jetzt halt hinten raus. Irgendwie. Auch wenn ich jetzt hier nur sitze, weißt du, und eigentlich nichts mache. Brauche noch nicht mal die Maus gerade so berühren, so weißt du, wenn einer kommt, ich kann sofort draufdrücken halt, ne? Ist ja kein Problem. Aber trotzdem merke ich die Anspannung. Ja, das ist voll heftig. Obwohl ich hier einfach nur auf den Boden gucke, da unten. Ja. Aber das muss ja Das auch ist ja das. einer machen. Darf man nie vernachlässigen. Von mir, wenn er nicht mal beschossen, aber trotzdem, ich kombiniere Munition. Auch wenn wir jetzt nicht zu das Gefecht dazugehören, aber es kann ja sein, dass einer sich mal entscheidet, in die Polizei reinzugehen. Dann sind wir mittendrin. Oh, ja. Wäre so schön, Direct X 10 oder 11. Wenn uns allein das unterstützen würde, ne, das wäre schon der Traum. Das stimmt. Der grafisch so ein Genuss dann schon, sofort. Oh, ja, also das wäre echt Hammer. Weil die Unterstützung soll ja noch kommen. Aber ich schätze mal nicht, dass sie das jetzt schon reingemacht haben wegen der Armor Engine, weil sie die jetzt ja loswerden wollen. Ja, stimmt. Ja, okay. Draußen läuft jemand in das blaue Haus wieder rein. Weil wenn ich mir dann jetzt so gucke, jetzt momentan so zustandsmäßig, was Frames und so angeht, scheint wohl schon die Hälfte der Armor Engine schon wieder Geschichte zu sein. Und Ja. ich schätze mal, das ist der Teil, der für ein bisschen mehr Power zuständig ist. So mal wie es man es gewohnt ist, auch vorher schon. Weil Benzino Stimmt. konntest du vorher ja ohne Probleme, ohne Ruckler einfach durch. Eigentlich ja. Also, soweit ich weiß, tut der Server in 10 Minuten neu starten. Okay. Da haben wir richtig die Arschkarte gezogen. Deswegen, entweder würde ich sagen, gehen wir jetzt halt wirklich Vollgas und versuchen noch irgendjemand wegzuholen. Oder? Schüsse. Oder wir verharren hier und hoffen, wenn wir uns einloggen, dass keiner da ist. So oder so, wir sind eigentlich voll am Arsch.
Wir wissen nicht, wo die Gegner sind. Wir wissen. Die wissen aber auch scheinbar nicht, dass wir da sind. Das ist nämlich der Vorteil, momentan noch. Ja, ich hätte schon so oft schießen können, weil der aus dem blauen Haus, der steht. Fuck, wo schießt denn der hin? Boah, ich könnte mit der Mustin das machen, ne? So schön. Der schießt die ganze Zeit aus dem blauen Haus raus, weiter Richtung Mosin-Haus am Ende der Straße. Warte. Kommst du vorbei? Alter, wieso bist du rausgeglitscht? Bin ich nicht. Doch, du bist bei mir rausgeglitscht. Echt? Spätestens jetzt, wenn er hier hingeguckt hat oder so, wenn er nicht doof ist. Oder wenn wir Pech hatten, weiß er, dass wir da sind. Boah, wir haben Glück und die wissen gar nichts. Ist es ja. Aber Eckkneipe. Eckkneipe ist ruhig, das Haus daneben. Ja, das rechts davon, das blaue, das Ja, das hellblaue. Blaue. Ja, genau. Da schießt die ganze Zeit jemand raus. Das Problem ist, von hier aus kannst du nichts reißen. Du müsstest aufstehen dazu. Ja, aber du kannst von hier aus aber trotzdem nicht gut treffen. Doch, du könntest perfekt treffen. Den Eingang. Schau, siehst du, da gletscht wieder jemand raus. Was gesehen? Ah, da müsste es so verdammt gut um Fling sein. Das stimmt. Das Problem ist, wenn du Also jetzt sind sagst, du gehst mindestens raus. zwei Stück drin. Mindestens Aber wenn du zwei. sagst, du gehst raus, um nur was zu reißen, dann ist du weißt, die schießt auf jemanden. Du weißt aber nicht, wo die zwei, der die unbekannte Komponente an Gegner, wo die sich aufhält. Ja. Ob es einer ist oder mehrere, du weißt es nicht. Oben am Berg geht's ab. Oben am Berg geht's ab. Wie oben am Berg geht's Siehst ab. du? Jo, ich seh's. Eins, zwei, drei. Oh, Alter, Drei was ist da los? Zombies auf jeden Fall und ein Spieler. Nee, das sind zwei Spieler. Ich hab mehr Meinst du? weiter links. Siehst du nicht den einen, der da runterläuft? Das ist ein Zombie. Ja, aber da war vorher, ist einer hochgelaufen. Hä? Ja. Oben am Haus ist jemand. Zwei Stück. Und die fighten. Einer hat's Okay, der überlebt. eine hat. Ja, boah, ich könnte so schießen. Boah, soll ich mit der Maus hin? Wenn dann ja, wenn du wirklich klare Sicht hast. Ja, warte, ich gehe Du mal einen musst. runter und leg die AK ab. Fuck, Mann, was geht hier ab? Hey, das Unten am ist. blauen Haus hat sich wieder irgendwas bewegt. Du musst ganz hoch gehen. Da bist du. Ja, wo ist der denn? Der steht nicht mehr, der hat sich hingelegt. Wie viele Meter scheinen das wohl zu sein? 200? 100 langt. 100 lang? Okay. Ich denke schon. Wo ist er denn? Wo ist er? Wo ist Zombie läuft unten an der Kirche entlang. Achtest du ein bisschen mit drauf unten die Tür auch, wenn es geht? So ein bisschen hin und her. Ich warte eh nicht lange hier. Wenn der jetzt gleich jemand nicht auftaucht, dann war's das. Da ich sehen. Ah, schon wieder weg. Letztes Mal, der ist runtergegangen wieder. Einfach Zu wenig Zeit zum Schießen, hä? vom Dach runtergegangen einfach. Zu knicken. Ne, der ist noch auf dem Dach. Nicht schön. Tot. Ja, der ist definitiv tot. Am Berg, in diesem, weißt du, wo gerade die ganzen Zombies waren, Ah. da ist gerade ein Nubi hingelaufen.
Und dann gingen die Schüsse los, zuerst M4 und dann diese Mosin oder SKS. Aber ich kann von hier aus nicht. Na, Hocke geht das nicht. Weißt du, was ich meine? Aber ich sehe da einen laufen. Wo? Da oben, da wo das eben so abging. Ganz oben weiter. Siehst du das? Ja, ich sehe. Er ist wieder zurückgelaufen. Alter, das kann doch nicht sein, dass es. Ich bin tot. Da ist jemand hochgekommen, glaube ich, oder? Revo? Nee, da ist keiner hochgekommen. Ich bin auf jeden Fall gestorben. Und es war verdammt Ich laut. bin tot. Da ist doch einer reingekommen. Wieso hast du nicht nach unten geguckt? Ja, Weil ich der hat gerade sich einmal die kurz halt AK umgeschaut habe. geschnappt gehabt. Der hat mit Mosin geschossen. Nee, das war eine AK. Ne, bei mir war es Mosin noch. 100%. Das war eine AK. Bei mir war es Mosin, wie gesagt. Also, ein lauter Schuss. Das hast du doch auch gehört, oder? Den Schuss bei dir habe ich nicht gehört. Nicht? Nee. Scheiße.